Und jetzt das Grußwort vom Chaos Computer Club Stuttgart. And now the very last point. A greeting from the Chaos Computer Club Stuttgart, which is a hacking organization or information organization. And we got it from Stefan Leifert. Viele Grüße an alle vor Ort und online bei dieser Kundgebung anwesenden Menschen. Vor allem aber ein großes Dankeschön euch allen, auch und besonderes an die Organisatorinnen der heutigen Veranstaltung. Wir als Chaos Computer Club Stuttgart freuen uns, einen kleinen Beitrag zum heutigen Tage leisten zu dürfen. Wir alle setzen damit gemeinsam ein Zeichen, nicht nur für die Freilassung von Julian Assange, sondern für die weltweite Pressefreiheit. Denn das Vorgehen gegen Assange verfolgt einzig den Zweck, alle anderen Journalistinnen und Aktivistinnen abzuschrecken. Eine freie Presse ist nötige Grundlage für Bürgerinnen einer Demokratie, das Handeln der eigenen Regierung kritisch hinterfragen zu können. Hierfür ist Julian Assange ein leuchtendes Beispiel. Ohne seine Arbeit und den Mut von Whistleblowerinnen wie Chelsea Manning hätten wir heute nicht die Informationen, die uns einen schonungslosen Blick auf die Kriege im Irak und Afghanistan möglich machen. Die hunderttausenden zivilen Opfer und die Brutalität, mit der die Truppen gegen die Menschen in diesen Ländern vorgingen, wären nur ein Gerücht. Dank Assange gibt es Beweise. Schwarz auf weiß und mit bewegten Bildern. Unbestreitbar von den beteiligten Regierungen und ihren Verbündeten. Uns Stuttgartern kommt dabei eine besondere Rolle zu. Denn neben der Ramstein Airbase ist Stuttgart von entscheidender Bedeutung für die völkerrechtswidrigen Kriege der USA in Afrika und im Mittleren Osten. Selten kritisiert und unbehelligt befindet sich in Stuttgart das US Africa Command, AFRICOM, das US European Command, Eurocom, das Special Operations Command Europe und die Europavertretung der NSA. Dass die dortigen Aktivitäten vielfach nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar sind, können wir heute auch dank Julian Assange beweisen. Die Welt braucht mehr Menschen nach seinem Vorbild. Lasst uns gemeinsam den Druck auf die Regierungen in Berlin, London und Washington aufrechterhalten. Es gibt die Chance, dass dieses traurige Kapitel im Leben von Julian Assange ein Happy End hat. Lasst uns gemeinsam weiter dafür auf allen Ebenen arbeiten und ihn nicht aufgeben. Solidarität mit dem Journalisten Julian Assange. Freiheit für die Presse. Das war das Grußwort des Chaos Computer Clubs Stuttgart, Stefan Leifert. And now we want to finish the rally by saying thanks to all of our supporters. Behind the stage, in front of the stage, you people that came to the live stream or this rally here in Stuttgart in the pouring rain and freezing cold, thank you for coming. Ja, vielen Dank. Die Kundgebung ist gleich zu Ende. Ich möchte noch allen danken, besonders den Ehrenamtlichen, die aus der Stuttgarter Mahnwache hier auch zum großen Gelingen der Kundgebung beigetragen haben, und alle Mahnwachen, die so gut vernetzt sind und so gut miteinander gearbeitet haben, dass wir das überhaupt hier zustande gebracht haben, aus der ganzen Bundesrepublik. Und ich möchte auch unseren Kooperationspartnern danken, Pax Christi, oh, das Mikrofon wandert immer nach oben, jetzt muss ich, kannst du mir das kurz geben, genau. Die Anstifter Stuttgart allen voran, Reporter ohne Grenzen, Gesellschaft Kultur des Friedens, Deutsche Journalistinnen und Journalisten Union, Ecoleaks, Amnesty International Stuttgart, Chaos Computer Club Stuttgart, die Kunstaktion Anything to Say, Free Assange Komitee und den tollen Musikern und Musikerinnen, Theodor Drakis Ensemble Stuttgart und die Monimates aus Mannheim, die uns hier Kraft gegeben haben, um im Regen, im Dezember, in der Kälte durchzuhalten. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, und vor allem nicht zu vergessen, ich sage den Dank, einmal ist es die Bibi Gibalski in Düsseldorf von den Mahnwachen, aber ganz herzlichen Dank, das muss ja sein, es ist Marcella Herrera. Sie hat, glaube ich, den ganzen Karren gezogen. Einen dicken Applaus, Big Hand for
Marcella und Bibi, weil ohne sie, ich habe oft telefoniert, wie viele anderen auch, und sie hat starke Nerven bewiesen. Marcella, ganz herzlichen Dank. Muchas gracias. Con ardiente paciencia, mit brennender Geduld hat sie das hinbekommen. Sie war der Motor, das muss gesagt werden. Und ich glaube, der beste Dank ist, wenn der Julian Assange frei wird. Aber du hast heute, glaube ich, einen ganz wichtigen Anteil gehabt. Und Respekt vor dieser Arbeit. Danke. Also ohne euch wäre das hier nichts. Und ohne Bibi vor allem auch nicht. Bibi ist the brain hier im Ganzen. Und diejenige, die dieses riesige Netzwerk, dieses internationale Netzwerk zusammenhält und Stuttgart in dieses Netzwerk integriert hat. Und nicht last but not least hier Jonathan Springer. Ohne ihn hätte ich das nie geschafft. So, die Kundgebung ist beendet. Und der Kampf geht weiter für Julian Assange. Free Julian Assange! Vielen Dank an die Technik, Seven Visuals und natürlich dem S Stuttgart 21 LKW.